Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt hier irgendwie lange sein wird oder nicht. Ich will nur ein paar Kleinigkeiten kurz machen und dann wieder die Aufnahme schließen. Ja, es ist wieder ein Tag vergangen. Ich habe wieder ein paar Quests hier gemacht. Ich habe eigentlich mich um das Event hier gekümmert und so und ein paar Belohnungen bekommen. Charaktere gelevelt, das sonstige, und ich habe Billy hier auf grünes Smilchen gebracht. Ich glaube, wir haben für ihn eine Cutscene. Er hat auch irgendwie gefragt hier so wegen so einer Kassette. Ich glaube, das ist bei jedem Charakter dann, ne? Und zwar war das, ich glaube, hier, ne? Verwandelt Sternlichtritter. Chef, ich muss dich etwas fragen. Es gab eine Sonderedition der ersten Kassette vom Sternlichtritter, die nur ein paar Tage lang im Handel war. Das ist Jahre her. Hast du davon gehört? Ich glaube schon. Heutzutage ist diese falsch gedruckte Videokassette innerhalb der Fangemeinde einer echten Legende geworden. Das heißt, dass nur diejenigen, die sich in ihre Sammlung haben, als eingefleischte Fan des Sternlichtritter durchgehen. Ich sollte vielleicht mal mein Fenster zumachen. Weil ich lebe im Erdgeschoss und Leute können mich dann draußen hören, ne? Ich will ja nicht, dass irgendjemand hier wieder dran klopft wie in meinem Dragon Ball Z Kakarot Part, wo wortwörtlich irgendein Fremder an mein Fenster mal geklopft hat und sich mit mir über Dragon Ball unterhalten hat. So, bla 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 bla, der sucht eine Kassette, ne? Lest euch das hier selber durch. Und ja, ich habe die Kassette das ist eigentlich genau wie bei Anime gewesen, ne? Ich habe nur einmal kurz am Menü geöffnet, ne? Hab wieder geschlossen, dann habe ich schon die nächste Nachricht bekommen. Also ich nehme an, ich hatte die Kassette schon und deswegen ging das. Und ja, ich nehme an, jetzt kommt eine Cutscene. Ja. Langsam habe ich es raus. Also ich muss sie erstmal auf Smiley Level bringen. Dann muss ich eine Kassette für die beschaffen und dann muss ich mit denen reden. Alles klar. Warum schaust du nicht sie nicht hier an? Also wir machen heute nur ein paar Kleinigkeiten, nur so nebenbei, ne? Nichts Spezielles. Ich sammle hier so ein paar Sachen an, die ich dann irgendwann zu einem Part zusammenschneide. Du hast Starlight Night Sonderausgabe mit Billy angeschaut. Du verlässt den Raum und denkst unermüdlich darüber nach, wo die angebliche zusätzliche Szene war. Wieder einmal schwelgst du in Billys Liebe für Sternlichtritter. Es wäre besser gewesen, wenn er nicht von Aufregung aufgesprungen wäre. Lass den Mann doch. I'm just a hero for fun. Ich habe diese Szene auch gesehen. Nein, das ist Internet. Ich glaube, weiß plötzlich nicht so oft das Internet oder Internet. Also jedes Kommentar auf YouTube. Einfach irgendeine Szene von irgendeinem Video zitieren. Du kannst sowas erkennen. Ganz kurz. Ich glaube, dass die 5 Sekunden von den legendären 5 Sekunden Spezialeffekte sind. Wow. Du hast kein Geld, ich weiß da, du gehörst zu den Cunningers. Sie ist teuer, aber ich schenke sie dir. Komm. Ja, sie ist eins. Dafür will ich einen riesigen Freundschaftsbonus bekommen. Ja,
Nico の親分に借金するしかねえと腹をくくるとこだった。この恩は絶対に忘れねえからな。これからもビデオ屋に通いまくって店を盛り上げてやるぜ。Okay, Billy ist bereit für die Videothek zu werben. Cool. So, dann haben wir noch Ben. Ich glaube, bei ihm bin ich ehrlich gesagt auch fast fertig. Ne? Fehlt dem wortwörtlich nur so ein ganz kleiner Balken. Das gibt's nicht. Herr Boxy, wie läuft es gegenwärtig mit der Arbeit? Außer beim Muss scheint er seine Videothek kaum Angestellte zu geben. Verblüffend, dass man sich um sämtliche Angelegenheiten, ob groß oder klein, selbst kümmern muss. Sei es der Anfertigung eines Geschäftsplans oder der Kleinigkeit wie der Befestigung einer Quittung an einer Abrechnung. Stimmt, als Chef bin ich einfach spitze. Die Präsidentin sagt auch, Weiß ist ein bewundernswerter und ausgezeichneter Unternehmer. Foxy hat auch seine eigenen Sorgen. Einige Probleme können selbst die Präsidenten oder Anton nicht lösen. Nun ja, manchmal machen sie es sogar schlimmer. Womöglich hast du eine gute Idee, Herr Foxy? Dienstbereit. Welche Arbeit macht den Finanzhaushälter von Bellbock nur so zu schaffen? Der geplagte Bär erzählt, was eigentlich die Sache ist. Kimino, 家計簿に領収書を貼り付ける時なんかはさぞ便利だろう。俺なんか経費精算の時はいつも領収書をうっかり破ってしまったり生え変わりの毛がノリにくっついたり。レンライムトップ。うん。あ、だしあなたの、セプシー、レシノがあんた。確かに難儀しそうだ。いっそ本人たちに貼らせたらどうだろう。 うまくいかないんだ、それが。社長は真面目に貼ろうとしてくれるんだが、数字が全然合わない。安藤はニューススタンドで当たった宝くじを貼ろうとする。そしてグレースに至っては、領収書に計算式が書いてあるんだ。俺はたくさんの数字の中から目当てのものを探さなければいけない。 俺が集めて貼るようになったよ。そうなんだ。本当にお疲れ様。いや、大したことじゃない。みんなの役に立てているんだから嬉しいことだ。まあ、ちゃんと自分で貼ってくれるなら、それに越したことはないんだが。こんなことを人と話すのは初めてだ。 なんだか新鮮だな。もし君が迷惑でなければ、これからもこんな風におしゃべりができる。イエーイ、ausgezeichnet. Boom, Vertrauensstufe hoch. Boah. Warte mal, muss ich für den nicht eine Kassette holen? Kann ich den nicht für meine Dings hier holen? So, dann holen wir mal noch Nicole oder Anton. Anton ist, glaube ich, näher dran, ne? Ich habe nur drei. Anton, bist du mit der Arbeit fertig? Ich habe heute endlich mal frei. Auch wenn das selten ist, möchte ich eigentlich nicht frei haben. Aber unsere Präsidentin sagte, Anton, wenn du weiterarbeitest, werden wir wegen Verschuss gegen die... das hat er ja letztes Mal auch schon gesagt. Das ist genau das gleiche. Warte mal, letztes Mal war ich bei Bardic Needle. Genau das habe ich nicht befürchtet. Jetzt werde ich genau gleichen. So, Rubbellose. Ist fast gut. Ich muss gerade dringend zum Kiosk gehen. Also sind halt genau die gleichen Sachen, die ich hier mache gerade. Ja, geht es um deinen Bruder? Ich werde die Details persönlich erklären, mitteilen. Welche Zeit passt dir am besten? Gerade jetzt. So. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Fox, ehrlich, bist du da? Die Zukunft meines Bruders liegt in deinen Händen. Was ist mit deinem Bruder los? So, oh gut. Kürzlich hat Freegates Militärtechnologie ein Buch über Waffenpflege veröffentlicht. Es enthält professionelle, präzise und detaillierte
Pflegeeinheiten für Waffen. Sehr praktisch, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass dem Buch ein Verlosungsschein beiliegt. Der Hauptpreis ist eine ganze Premium-Waffenpflegedienst. Das ist echt der Hammer. Ich höre schon fast die glücklichen Brummen meines Bruders nach der Premium-Pflege. Krach, krach, krach. Der Bruder brummt gerade. Das ist nicht dasselbe. Das ist das Brummen vor Aufregung über den Gewinn. Das gibt einen großen Unterschied. Jedenfalls, da dieses Buch nur unbegrenzt, begrenzte Mengen verkauft wird und jeder nur ein Exemplar kaufen darf, deshalb bitte eine zusätzliche Person, die kauft, bedeutet eine zusätzliche Gewinnchance. Okay, okay, ich kaufe für dich. Danke für deine Hilfe, Herr Proxy. Krach, krach, krach. Siehst du, mein Bruder dankt dir auch. Egal, wie das Ergebnis aussieht, werden mein Bruder und ich deine Hilfe nie vergessen. Gemeinsam mit Anton stöberst du durch Regal unter den neugierigen Blicken von Haul und schließlich findet ihr die beiden Zeitschriften, die ihrem Bruder Glück für ein ganzes Jahr bedeuten könnten. Okay. So, sag mal nicht gereicht. Ich habe einmal richtig gemacht. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis wieder seine Dings kommt und seine Nachricht. Ich weiß nicht, wann die spawnen. Dann holen wir noch mal Nicole einmal. Also genau die gleichen. Ich nehme an, das ist pro Level anders. Ne, hast du Zeit? Ich möchte dich einladen. Ich gehe mal die anderen Sachen jetzt hier mal durch. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Ja, ja, ja. Was ist los? So viele Nachrichten hintereinander. Ich dachte schon, irgendwas, irgendwelche Schuldner drüber hätten meine private Nummer bekommen. Ich glaube, letztes Mal habe ich gesagt, ich bin gekommen, mit dir auszugehen. Ne? Nee. Okay. Oder ist das hier? Ja, das war das Event übrigens. So. Großartig, hast du einen Ort im Sinn? Box Galaxy zum Bummeln. Ich glaube, Bummeln habe ich gesagt. Ne, letztes Mal. Genau. Da will ich wenigstens die verschiedenen Sachen ja machen. Weiß noch mal Box Galaxy. Aber wir gerade davon sprechen. Das Tagesscope hat gesagt, dass ich heute sehr viel Glück haben werde. Wir können also einen schönen Tag nicht vergeuden, denn du willst ja auch zum Box Galaxy gehen. Ist ja nicht der Gadget, ne, der Gadget Shop ist hier wieder woanders. Lass uns zum Gacha Maschine im Box Galaxy gehen. Vielleicht kannst du etwas von meinem Glück abbekommen. Dann zähle ich auf dich. Kein Problem. Habe ich das nicht letztens schon gemacht mit jemandem? Okay. So. Also ja, genau so habe ich mir dann vorgestellt. Ne? Wir haben dann einige ältere, wiederholbare Nachrichten. Ne? So, diesmal bin ich hier richtig. Habe ich das nicht mit Ben letztens gemacht? Da bist du ja. Mir geht es gerade richtig gut. Ich habe so eine Form, dass eine limitierte Gacha ergattern kann. Lass uns die erste Entscheidung für heute treffen. Nehmen wir die linke oder die rechte Gacha-Maschine. Unterstützt die Entscheidung nicht. Eine andere Gacha-Maschine wird dir ein ganz anderes Schicksal öffnen. Also unser heutiges Schicksal liegt links oder rechts? Ich glaube, jetzt mal habe ich rechts. Gehen wir mal links. Das denke ich auch. Ich habe das Gefühl, dass der linke uns mehr Glück bringt. Mal schauen, was ich ergattern kann. Das ist eine Sammler-Edition, die ich mir immer wünschte. Mit der niedrigsten Gewinnwahrscheinlichkeit wird er auf dem Gebrauchsmarkt für das Zehnfache verkauft. Heute ist tatsächlich mein Glückstag. Im Nord kann man das sicher zu einem guten Preis verkaufen. Ich dachte, du willst ihn selber behalten. Naja, wenn er weniger wert ist, behalte ich ihn selbst. Aber bei denen man so gut Geld machen kann, wenn ich sie nicht einen guten Preis verkaufe, ist es eine Verschwendung meines Glücks. Keine Sorge, wenn ich ihn erfolgreich verkaufen kann, dann bekommst du einen Anteil. Du spielst mit Nicole an der Gacha-Maschine. Nicole hat ziemlich viel Glück und hat viele limitierte Ausgaben ergattert. Gut, das ist alles mit dem heutigen Gacha versucht. Wer selbst beherrscht ist, lässt sich das nicht zu Kopf steigen. Lass uns nächstes Mal wieder zusammen Spaß haben. So. Ja, die beiden haben jetzt, dann kann man noch Anbi einladen. Ne? Vielleicht kriege ich ja sie auch noch hier voll. Bist du da? Ja, ja, ja. Seine Anlehnung hier gerade an die andere Quest. Warum hast du das dreimal geschickt? Nicole sagte, wenn jemand mir ein Wort sendet, ist es am besten, drei Worte zurückzuschicken, um Respekt zu zeigen. Wenn mir jemand ein Wort, ich habe doch drei Worte. Ich fühle den Respekt. Lass uns auch
Okay, ich habe gerade Zeit. Sein Ort, den du zu Leno gehen möchtest. Zum Bummeln, Haus, Zeitungskost. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Ja. Ah, der Kiosk. Danke für die Erinnerung, da ist mir etwas eingefallen. Ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Ich helfe dir gerne dabei. Danke. Also lege dir eine Zeit fest, ich warte am Kiosk auf dich. Okay. Jetzt würde ich natürlich noch gerne die Nachrichten von Ben und Nicole bekommen, ne? Wäre natürlich am besten, dann ist nicht das hier, aber hier ist doch der Kiosk. Hm. Hier ist doch Haul. Anvi? Hm. Habe ich nicht aktiviert? Da, ich kann übrigens wieder meinen Rang erhöhen. Das machen wir auch gleich. Oh Gott, wo habe ich das jetzt? Oh Gott, wo habe ich das hier? Dass ich jetzt aktivieren muss. Dieser ist doch eine super coole Lösung, um dieses ganze, ja, dieser Charakter befindet sich gerade auf eine Quest-Problem zu lösen, hat Genshin hat. Gut, du bist pünktlich da. Eigentlich verkauft der Kiosk ein Fachbuch für Waffenpflege. Dem Buch liegt ein Losfall, mit dem man die Chance hat, einen kostenlosen Waffenpflege. Weil, was zum, die haben alle genau die gleichen Sachen, ja. Wenn wir die kostenlosen Waffenpflegen-Service bekommen, können wir für eine weitere Höhenaktivität der Kanninger sicher vom großen Vorteil nutzen. Leider wird dieses Buch nur in begrenzter Menge verkauft und derzeit kann eine Person nur ein Exemplar kaufen. Ich werde es für dich kaufen. Ja, danke. Ah, richtig, hier nehmen 2000 Dennis für das Buch. Kann ich dann das übrige Geld noch kaufen? Das ist zu viel. Ich dachte, das als seine Bezahlung. Nicole meint, dass man Leuten um einen Gefallen bitte, es üblich sei, ihnen Geld anzubieten, um eine langfristige Zusammenarbeit zu gewährleisten. Du hast getan, was Nicole nicht konnte. Verbringst etwas Zeit, Ami beim Kauf des Buchs über Waffenpflege zu helfen, das zum Verlosen verwendet wird. Warte mal, ich darf doch gar nicht mehr kaufen. Ich habe doch gerade mit Anton schon das Ding gekauft. Ich darf mir das doch gar nicht mehr kaufen. Ne? Das darfst du aber nur einmal pro Person. Das ist alles, worum es in diesem Buch geht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe. Wenn du nächstes Mal etwas mit dem Kauflimit kaufen möchtest, kannst du dich gerne an mich wenden. So. Okay, das ist auch schon voll. Ich weiß nur nicht, wie man jetzt hier auslöst, dass die Cutscenes hier kommen. Muss ich hier einmal kurz pennen gehen oder so? Ich weiß es nicht. Was ich auch machen könnte, ist, ob da jemand nostalgisches Mädchen, mein großes, mein Vor, mein Großvater, ein Suche nach dem nostalgischen Film, in dem man Szenen der Vergangenheit zu sehen bekommt. Nostalgische Filme, so, oh, da ist ja sogar Starlight Night, nostalgisch, Retro, Return to Galileo City. Ich würde ja sagen, Retro, ne? Vielleicht. Ich will aber bestimmt irgendwie was. Nostalgische Filme. Like LP Player. Mich hat richtige wer vertagt. Mache ich ausgehen, wo ich mir gründlich an, wo er ist. So, ich nehme mal, wir tun mal ein bisschen Zeit skippen. Und um das zu machen, tue ich mal hier. Ich glaube, hier muss ich die Rank-Up-Mission machen. Der Weg des Proxys 3. So, und dann nehmen wir mit dem Team, bin ich hier die ganze Zeit am Rocken. So, Nicole habe ich gesehen. So, das sind so die ganzen Level meiner Charaktere mittlerweile, ne? So, 2 von 3 nur, egal. Ich habe den Feuerdings hier genutzt. Nehmen wir mal hier ihn wieder. Der hat eine Minigun. So, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, hoffentlich, ne? Dann kann ich wieder meinen Rang erhöhen, dann kann ich wieder, ich glaube, bessere Sachen hier endlich hier farmen.
mehr Sachen und so. Da kann man ja ein Stück. Ja. Muss ja nicht ein Zeitlimit oder so machen, ne? Okay. Ja, macht gerade nichts. Okay. Wie steht er noch? Macht er nicht. Ich finde die Animation voll süß. Sie wird von ihrem Schweinchen aufgefangen. Wird dann wieder zurückgeschubst von denen. Na ja, stark. So, ich habe voll viele Charaktere, die jetzt schon maximiert gelevelt sind. Bis zu einem Punkt. Bis zu einem bestimmten Punkt, den ich kann bisher. So. Dann spare ich mir noch auf. Für den nächsten Gegner, da kommt doch bestimmt noch mehr. Oh, ich hab doch gelockt. So, weil jetzt Gott, der könnte ein bisschen nerviger werden. Falscher Knopf. Aua. Ich hab doch geblockt. Ich hab sogar geswitcht. Diese Gegner kann ich nicht leiden, die sind zu schnell. Habe ich ein bisschen zu. Das Spiel ist ein bisschen zu laut. Ein bisschen leiser gestellt. Na, ich hab's sogar getroffen. So. Ich hab doch R1 gedrückt, Mann. Perfekt. Na, das ist machbar. Ich werde sogar geheilt. Das ist aber voll einfach. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit die AP behalten. Oh Gott. Das könnte ein bisschen nerviger werden, glaube ich. Oh ja. Dusch. Lucy ist irgendwie ein Buffer irgendwie so. Wenn ich ihre Spezialfähigkeit einsetze, dann werden irgendwie alle Bangbos und alle ihre Schweinchen irgendwie hochgeballert. Habe ich irgendwie doch gemerkt. Ich habe ja eins gedrückt, Mann. Mein Gott. Ich weiß übrigens nicht, wie man hier diese Fähigkeiten von den diese Kettenangriffe von den Hasen hier aktiviert. Und manchmal werden die aktiviert, manchmal werden die nicht aktiviert. Also wenn ich hier dieses diesen einen Angriff mache, wenn die Zeit irgendwie so anhält und ich kann die Charaktere switchen, ne? Diesmal bleibe ich weg. What? Ja, das hier. Manchmal kann man irgendwie die Bangbus hier irgendwie auch einen Kettenangriff ausführen lassen. Aber ich weiß nicht, warum das manchmal geht und manchmal nicht. Oder war schon, okay. Ich weiß nicht, warum das manchmal geht und manchmal nicht. Manchmal taucht das auf und dann kann man die
Aua angreifen lassen und manchmal nicht. Na, ich weiß nicht wieso. Na, weiß, das sind diese Dinger. Ich will ein paar Kassetten bekommen. Boah. Drei Stück. Habe ich nicht gerade schon drei Stück bekommen von einfach nur das Level zu erreichen? So, das ist cool. So, ich habe übrigens auch hier die ganzen Events hier gemacht, ne? Ein bisschen. Jedenfalls angefangen schon mal, ne? Hier habe ich schon alles erledigt. Da war so eine kleine süße Mini-Quest, wo Eos hier, also der kleine Hase von Python hier, sich mit anderen Bangbus anfreunden wollte. Also ja. So. So, jetzt habe ich, glaube ich, neue Sachen freigeschaltet, ne? Zum Hochleveln. So, ich weiß jetzt nicht, warum die Quest wieder nicht hier kommt mit den Kollegen hier. Ich tue mich mal kurz hinlegen, vielleicht kommt das dann. Ich hoffe jetzt, die eine geht jetzt nicht weg mit ihrer Quest. Ne, die ist immer noch da. So, ich weiß nicht, was diese Nachrichten auslöst. Die sind ganz eindeutig voll. Aber mir ist übrigens aufgefallen, wenn man hier, je nachdem welchen Charakter man jetzt wählt, bekommt man andere Belohnungen. Ich habe nämlich Ami einmal reingepackt und ich habe dann so Schockchips bekommen, also diese Dinger, die man braucht, um die Fähigkeiten der Charaktere hochzuleveln. Also die Dinger, ja. Da kann ich ja jetzt auch hochleveln, ne? Glaube ich. Ne, ich muss erstmal, ja, ich muss die erstmal befördern wieder, ne? Die ganzen Charaktere, wie viel kostet das jetzt? So, 200.000, na, jetzt muss ich mich hier schon wieder dranhängen, ne? Aber ist okay. Ich bin auch froh, dass ich hier jetzt nicht wieder eine Story erstmal weitermachen musste, um irgendwie ja irgendwie, keine Ahnung, mein Level erhöhen zu können. Das Problem ist nur, wenn die Story irgendwann mal wieder weitergeht, bin ich wahrscheinlich viel zu stark. Aber ist mir vollkommen egal. So, das ist gar nicht voll. Oh, deswegen bekomme ich keine Nachricht von denen. Das ist kurz davor. Ne, er ist voll. Schließ die Hochschule, um die folgende Belohnung zu halten. Dann weiß ich das nicht. So, mal wieder eine halbe Stunde hier. Ich glaube, ich wollte nichts anderes machen, ne? Eine Sache wollte ich auch noch machen, aber ich meine außerhalb davon. So. So, Anwie ist da. Also wissen wir mittlerweile, ne? Die wiederholen sich die Dinger, ne? Das heißt, ich sollte eigentlich nur aufnehmen, wenn ich hier fertig bin mit den, wenn ich das hier voll hochgelevelt habe für einige Charaktere, ne? So, ihr fragt euch bestimmt, warum ich hier hingehe. Der Grund, warum ich hier hingehe, ist, weil hier ist eine Gacha-Maschine. Wisst ihr was? Ich habe genug Dinger wieder zusammengefahren. So, ich habe echt jetzt einmal, ich habe 6 von diesen Kassetten bekommen. Ich habe einmal 3 Kassetten bekommen, indem ich Stufe 40 erreicht habe, ne? Kriegst ja auch, glaube ich, alle 5 Level, ne? Ja. Und dann habe ich nochmal 3 bekommen, weil ich gerade die Aufstufungsdings hochgelevelt habe. Cool. So, Problem ist, ich werde wahrscheinlich voll zu stark sein. Wir haben ja noch hier Soldat Nummer 11, für ihr haben wir ja auch noch ihre Quest und die ist Level 15. Also, aber ich glaube, da kriegst du auch Probecharaktere, ne? Also das, von daher macht das irgendwie, ist das eigentlich egal, ne? Und in den meisten Fällen kriegst du in den Story-Missionen ja auch Probecharaktere, ne? Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn ich hier so ein bisschen hochlevel, ne? Gut. Gucken wir mal. Ich weiß, dass die nächste Story geht, glaube ich, um die Mites hier. Also die beiden hier. Also alle Mitglieder von dieser Gruppe. Ich glaube, darum geht es irgendwie als nächstes. Wenn ich mich irre. Also jedes Promotional Foto und hier das. Also nicht hier. Hier ist da zum Beispiel, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Charakter. Unten siehst du Kollege da oben. Oben links siehst du hier die eine Kollegin, die gerade in der Gacha ist. Oben rechts hast du den von den Victoria House Mites, so wie die auch immer die heißen, ne? Ich glaube, darum geht es als nächstes. Das ist auch, glaube ich, irgendwie im Titelbildschirm sieht man da irgendwie so was. Irgendwo habe ich jedenfalls was gesehen. Ich weiß, es geht um die noch. Die sind auch die einzige Gruppierung, die noch übrig sind, ne? So, aber ich habe 10 Dinger. Tun wir die noch schnell verballern, ne? Hoffen, dass wir irgendwas kriegen, was Neues, ne? Uns fehlt ja eigentlich nur noch hier, wie heißt die? Pepper?
Piper Ann. So, ich bekomme erst in 60 Suchen Rang S Dingen. Sehr unwahrscheinlich, aber was soll's, ne? Also gehen wir hier rein, boom, Quartier bekommen. Am besten wäre ja noch die Waffe für Corin, die persönliche. Oh, das ist sehr traurig. Nur ein A-Rang. Oh. Oh, das ist nicht so gut. Oh. Guck mal. Ah, ich muss die Dinger ja verbrauchen, um hier anzusammeln für Nekomata. So. Sag mal. Wie geil wäre jetzt, wenn ich Piper bekommen würde? Ne, wäre richtig geil. Wäre richtig geil. So, jetzt habe ich den schon wieder. Das Ding verfolgt mich. Ich benutze Billy gar nicht im Moment. Mein Gott. Die wollen mir den irgendwie voll andrehen. Na gut. Falsches Ding. Ne, warte mal. Das ist gar nicht der, das ist der hier. Boah. Das ist noch nicht mal der für Billy. Das ist der für... der keinen Charakter hat hier. Ja, entsperren bitte da. Ja, jetzt müsste ich nur einen Charakter haben, der irgendwie... das ist keine persönliches Ding, so wie ich da verstanden habe, ne? Ich glaube, da erkennt man auch ein bisschen, je nachdem, ob die Animation haben oder nicht. Weil guck mal hier. Animation, ne? Das Ding ist noch am Glänzen, ne? Das Ding hat eine Animation, weil das für Anbi ist. Das Ding hat eine Animation. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich das irgendwie... weil ich die Charaktere damit ausgerüstet habe, oder dann irgendwie diese Animation bekommen hat oder so. Aber dann kann man schon irgendwie sehen, ob das irgendwie für jemanden... das Ding ist noch nicht mal am Glänzen. Ich nehme an, da muss er erst noch ein bisschen hochleveln, ne? Oder vielleicht tun diese Animationen auch kommen, wenn man irgendwie die Dinger hochlevelt, ne? Aber das Ding ist Level 40 und das Ding ist auch Level 40, von daher, ne, ich glaube nicht, dass das daran liegt. Na gut. Ich glaube, ich habe erstmal die Hälfte, ne? So, 140 noch. Boah, ne, ich bin bei 140, verdammt. Weil wird noch sehr lange dauern, bis ich sie bekomme, ne? Wo ist das? Nein, nicht hier. Nein, nicht hier. Wo sieht man aber die Charaktere, die man... irgendwo konnte man noch sehen, wenn man die Charaktere... was soll man da auch noch machen können? Wir können ja einen Testlauf machen. Ne? Weil ich sie sowieso nicht pullen werde, ne? Deswegen machen wir mal ihr Testlauf. Ich meine, wir haben sie ja schon gespielt, aber wir können ja mal ihr gucken. Vielleicht gibt es irgendwie Tipps, die ich nicht wusste. Wie gesagt, ist eigentlich egal, weil ich werde sie sowieso nicht bekommen. Von daher... wir sammeln von zerstörten Schrottpatronen kann Zuschauern manche Fähigkeiten verstärken. Bei allen einen verstärken Spitzhang, Kettenangriff. Ja. Drei Schrottpatronen, alles klar. Okay. Ich meine, da oben rechts wird sowieso immer hier. Ja. Den Drückmodus. Also. Ja, hab ich schon gemerkt. Ja. So, ich stehe jetzt nicht durch. Ziehe den Joystick beim Basisangriff auf. Ziehe den Joystick beim Basisangriff und drücke Basisangriff. Was heißt denn ziehe den Joystick? Also hier. Als er sich bewegen kann während der Angriffe. Die Angriffe sehen schon fast stärker aus als ihre Schüsse. Okay. Ah. Genau. Aber bekommt sie auch Patronen, wenn sie nicht ihren aufgeladenen Angriff einsetzen? Nee. Muss aufgeladen sein. Mal Stück, komm mal her, Stück. Ah.
Ja, wäre so eine traurige Gacha, ne? Wenn man nur eine Waffe bekommt, ist immer traurig, egal bei welchen Mio-Spiel. Wenn man nur eine Waffe kriegt, ist da immer am traurigsten. Ja, das kommt natürlich so, ich kriege auch noch. Was ist das? Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Freiraum, so was ich machen kann auf Screen. Ich meine, ich hatte immer noch genug Freiraum. Ich habe immer noch scheiß fett gegrindet mit einigen Charakteren. Aber ich bin ehrlich gesagt nur gerade Charaktere am Grinden gewesen, weil ich halt nichts anderes mehr übrig hatte. Jetzt kann ich wieder gezielt auf einige Charaktere leveln. Gott, du musst darauf zuarbeiten, die Charaktere hier hoch zu leveln wieder. Also bestört, also immer kostspieligste von allen. Meister. So. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und wenn sich dann was tut irgendwie, ne, so freundschaftsmäßig, dann kann ich das ja auch wieder aufnehmen. Dann haben wir zwei Parts irgendwie, wo wir ja Freundschaft gesammelt haben, ne. Solange ich das noch so weit wie möglich machen kann, warum nicht, ne. Ich sehe jetzt keinen Grund, das jetzt nicht zu machen. Wenn man daraus, ich nehme nur irgendwann an, irgendwann kommt irgendwie so eine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Freundschaft von allen Charakteren schon jetzt alle maximieren kann. Das wird ja viel zu einfach, ne. Ich habe so das Gefühl, ich muss irgendwie Sachen machen. Alter, es dauert Monate, bis du einige Charaktere in Genshin Impact hier die Freundschaft maximiert hast. Ne, das kotzt mich so an. Und hier dauert das. Ich habe die Funktion erst vor 2 oder 3 Tagen freigeschaltet und ich habe schon einige Charaktere schon halb die Freundschaft hochgelevelt. Boah, und du kriegst sogar hier irgendwie was. Ne, du kannst sie ja in der Stadt rumlaufen lassen. Ne, die laufen dann hier durch die ganze Stadt rum. Ne, Anbi ist auch wieder hier irgendwo am rumlaufen. Warte mal. Vielleicht muss ich die erstmal treffen, ne, damit irgendwie hier. Damit ich eine Cutscene auslöse. Ich habe nicht gesehen, Ambi läuft irgendwo rum. Ich wollte noch nicht Kaffee getrunken. So, wenn ich jetzt nur wüsste, wo sie ist, ne, muss ich jetzt mal finden. Alles klar. So, ich hoffe, sie ist jetzt nicht da. Ich habe für ihr irgendwie eine Quest freigeschaltet, ne? Ich glaube, ich kann jetzt irgendwie bessere Artefakte erstellen, was eigentlich gut ist. Ich glaube, jetzt kann ich die höchste Level irgendwie freischalten, oder? Ich bin mir nicht sicher. So war ich denn ja noch nicht. Mod Shop ist sie doch bestimmt, ne? Wo bist du, Ambi? Du läufst doch nicht irgendwo zufällig herum, oder? Ach. Weißt du noch nicht. Spiel alle. Irgendwo muss sie ja sein. Ich glaube, sie ist im Modshop. Oder ihrem Nudelladen. Na komm. Da bist du. Ich habe ja immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Am Strich ist es passabel, aber eigentlich ist es noch zu fade. Aber es war ein Zufall, dass du auch hier Nudeln isst. Ja, die Nudeln hier sind köstlich. Aber doch, ich finde die Nudeln hier auch gut. Was ist da mit dem Kommentar von vorhin? Ja, ich habe nicht über die Nudeln gesprochen, sondern über deinen Film, den ich gerade gesehen habe. Also ich kommerzielle Filme. Als kommerzieller Film ist es passabel, aber die Handlung fühlte sich etwas fade an. Es ist so, als würde man Nudeln nur mit Wasser kochen. Auch wenn die Beilagen wunderschön sind, wird es nicht schmecken. Du stehst auf Ambi und flaust mit ihr, um die Zeit zu vertreiben. Ja, ich weiß, ich war dabei. Ich habe solche lange Reden, um zu merken, ich habe noch einiges Link. Bis zum nächsten Mal. Dann weiß ich nicht, wie man das hier freischaltet mit den. Das hier. So, oh, dann kann ich hier. Was ist das hier? Hintergrundbild. Ach so, ja, genau. Also dieses Bild, wo ich die ganze Zeit Bell habe. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, wodurch diese Dinger hier freigeschaltet werden. Die werden meistens im Offscreen freigeschaltet. Dann zeige ich die euch immer einmal kurz. Ne?
Und da wird hier irgendwie was mir gesagt, was ich machen muss. Na, steigert das Vertrauen auf das höchste Niveau. Oder geht das einfach noch nicht? Weil sie war gerade schon voll. Erreicht folgende Bedingungen, um Rang nahestehen, falls es scheint. Steigert das Vertrauen auf ein höheres Niveau. So. Die Sachen, die hier stehen, sind das die, die ich machen musste, um das Level zu erreichen oder um da weiterzumachen? Weil ich verstehe das nämlich nicht. Hier ist eine Bro-Fist, hier sind High Five, hier ist Handhändchen. Ja, werde ich ja wohl herausfinden, ne? Gut, dann sage ich, hier mache ich noch weiter. Vielleicht sehen wir hier noch bald irgendwie was Neues, ne? In den nächsten 20 Minuten, wir haben ja erst 40 Minuten, ne? Also ich sehe euch dann gleich wieder, ne? Also bis gleich. Für mich werden wahrscheinlich wieder ein paar Tage vergehen, ne? Aber für euch nur ein paar Sekunden, also bis gleich. So Leute, wir befinden uns so ungefähr eine Woche in die Zukunft, in der Zukunft, in die Zukunft, in der Zukunft. Und ja, wir nehmen hier den Rest des Parts noch mal ganz kurz auf, ne? Ich habe wieder ein bisschen Freundschaft gegrindet, ne? Ich habe heute noch nicht Einladungen gemacht. Wie man sieht, da hat sich ganz schön was getan. Ich habe Anbi und Billy schon auf Level 4 gebracht. Ich habe noch nicht die Belohnung eingesagt, weil da kriegt man ja dieses Hintergrundbild für das Hauptmenü. Und die alle anderen sind auch schon, sehe ich gerade. Normalerweise müssen die einen irgendwie so sagen, so, oh, ich möchte so eine Kassette haben oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Aber da hat sich noch nichts getan. So, da gab es hier noch wieder ein paar Cutscenes, die habe ich mir alle nicht angeguckt. Ich habe die alle übersprungen, die gucken wir uns jetzt mal an, ne? Und zwar fangen wir mal hier mit Anton und Ben an, ne? Steuerung. Ja, so. Da haben wir nämlich... Also es läuft alles immer so ungefähr genau gleich ab, ne? Also man tut die Freundschaft erhöhen durch diese ganzen Ereignis-Events, dann tut man irgendwie so, weiß nicht, so Entscheidungen treffen und je nachdem, ob die halt mögen oder nicht, bekommen die Bonuspunkte hier, Freundschaftspunkte. Dann irgendwann verlangen sie von einem irgendwie hier so, oh, wir möchten diese Kassette haben, ne? Und dann, je nachdem, ob man die Kassette hat oder nicht, nehme ich mal an, geht das ja weiter, ne? Steht ja auch alles hier, ne? Nahestand, ne? Steigende Vertrauen auf ein höheres Niveau. Ja, geht wahrscheinlich noch nicht, weil ich noch nicht den seine Kassette oder so bekommen habe oder so, keine Ahnung. Und ja, wir machen mal mit Anton. Bei Anton haben wir Cutscene 1 und 2 noch nicht gesehen, deswegen gucken wir mal. Nein. Ja, das Gespräch hat irgendwie vor dem Laden stattgefunden, als ich Level 1 Berlin erreicht habe. Rosa-haarige. Nicole. Ich bin ein Schicksal. Das rosa-haarige Mädchen sagte, ich würde hier Geld finden. Man konnte nicht sehen, was für eine Haarfarbe die hatte, wenn die ja Gesicht bedeckt hatte. Nicole. Alles klar. Und danach musste ich, glaube ich, für den Kassette auftreiben und dann ist die Cutscene gekommen. Ja, genau. Wollen wir ihn gemeinsam ansehen? Ja. Du gehst mit Anton ins Random Play und schaut euch gemeinsam den Film Familie an. Oh, Family. Anton springt nervös auf und setzt sich aufgeregt wieder hin, während sein Bruder ab und zu ein leises Surren von sich gibt.
Wenigstens bleibt der Text hier lang genug da. Nee, in Genshin Impact ist immer voll weg, voll schnell weg, wenn er auf automatisch ist. Das würden ja wahlen, als würde man den 2 Sekunden hier durchlesen. Männliche Tränen, Anton. Ich bin zutiefst gerührt. Ich nehme jetzt mal an, ich weiß nicht, ob man auch irgendwie Freundschaftspunkte irgendwie bekommen würde, wenn man irgendwie die richtigen Entscheidungen bei diesen Dingern hier treffen würde. Aber da ich die überspringe, bekomme ich nichts oder so. Aber die Freundschaftspunkte kriegst du locker hier zurück. So, das waren alle Sachen, die ich mit Anton. So, ich meine, das erste hatten wir schon. Ich habe mir das hier notiert. Ich habe nur Gesprächskatzin 2. Mal das mal sehen. Genau, nee, kommt mir bekannt vor. Ja. Ich habe mir nur die zweite hier notiert. Also, ist er da und es kann halt nur die zweite sein. Ne? So, er hat nur 3, sehe ich gerade. So. Genau. Mein Gebot ist. Also die zweite Konversation ist immer, die wollen sich irgendwie einen bestimmten Film ausleihen und den gucken wir uns dann an, ne? So wie ich da verstanden habe. Jetzt habe ich automatisch abgestellt. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Kassetten hier freigeschaltet habe. Klar, wie wär's, wenn wir jetzt uns gemeinsam ansehen? Ich habe mir irgendwie notiert, dass am Ende der Cutscene er in mein Zimmer war mit mir. Was mich ein bisschen verwirrt hat. Ich habe ja die Cutscene übersprungen. Alles, was ich wusste, war, dass dieser große Bär mal auf einmal in meinem Schlafzimmer war. So, du gehst mit Ben ins Random Play, wo ihr euch zusammen Best Bit anschaut. Ben starrt unverwandert auf den Moderator. Blinzt der überhaupt noch? War der Moderator oder Ben? Ach, Best Bit, okay. Kaum zu glauben. Shinjirarenai. Ich tue nur Billigprodukte herstellen, Ben. Ist das, was hier gerade abläuft? Wie der Taschenrechner, den er ein gewisser robuster aussehender Bärentieren benutzt. Takumashi Kuma が叩いた電卓とか。Takumashi Kuma って俺のことか。俺も事務所で座っている時間が長いからな。これでも Steht. Er hat auf seine Weste ein I, ein japanisches I, ganz rechts. Heavy Industrie. Nee. Die anderen sind ja alles Kanjis gewesen. So, dann haben wir die. Dann habe ich Nicole. Nicole ist irgendwie schwierig, irgendwie hochzuleveln. Irgendwie kriege ich bei ihr gar keine Freundschaftspunkte. Aber bei ihr habe ich auch die ersten beiden freigeschaltet. Aber bei ihr ist immer irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ob ich immer die falsche Wahl treffe oder so. Manchmal mache ich mit ihr so ein Handy-Treffen, gehe dann da rein. Aber ich habe während der ganzen Zeit keine Freundschaftspunkte bekommen. Abgelehnt. Das ist mir ein bisschen zu teuer. ちょっと高すぎやしないかい?全然高くないわよ。むしろ良心的と言ってもいい価格だわ。ほら見て、この精巧な作り。ちょっとバリが残ってるけど。 Diese Cutscenes tun übrigens auch immer so ohne Kontext irgendwie auftauchen, ne?
Also ich habe davor nicht irgendwie mit den Leuten über irgendwas geredet, glaube ich, und dann hat es dann zu dieser Cutscene geführt. Das ist immer nur, wenn deren Balken voll ist, glaube ich, für die erste Leiste und ich dann mit denen noch mal rede oder so. Wurde aber in den Tisch gezogen. Hat die so viel Geld ausgegeben? Ich glaube, es hat auch irgendwie was damit zu tun, dass man die Zeit irgendwie vorspulen kann. Ihre Stimme kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Ich weiß, das sage ich immer, aber... So, da ist wieder der Film. Oder? Ja. Also ich bekomme immer eine Handynachricht und dann fragen die mich um einen bestimmten Film für die zweite Freundschaftslevel. Dann tue ich wortwörtlich einmal kurz das Menü öffnen, damit das schließen, dann bekomme ich schon direkt die nächste Nachricht. Ich nehme an, das Spiel muss irgendwie so verarbeiten, so, oh, hast du diesen Film schon? Und dann aktualisiert sich das Spiel irgendwie so direkt, so, oh, du hast den Film schon? Ja, okay, dann schick dir mal noch eine Nachricht, ne? Wahrscheinlich denkt sich das Spiel irgendwie so, ah, erstmal kriegst du eine Nachricht von dem Charakter, dann fragt dich der Charakter nach einer Kassette, dann musst du die auftreiben und dann, nachdem du die freigeschaltet hast, kommt direkt die Nachricht. Aber da ich die schon vorher freigeschaltet habe, bekomme ich direkt schon, nachdem ich einmal das Menü öffne und wieder schließe, direkt nochmal eine Nachricht. So, na, schon mal hier bist. Deswegen geht das immer richtig schnell mit dem zweiten Level. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich schon so weit in der Story bin oder so. Aber ich habe nur dieses Freundschaftssystem erstmal freigeschaltet, nachdem ich hier so weit in der Story bin. Ich nehme an, ich habe diese Kassetten kriegst alle durch Nebenquests und die Nebenquests habe ich schon alle erledigt und deswegen habe ich schon die Kassetten alle. Ich weiß es nicht, weil ich habe schon so gut wie alle Quests wieder erledigt. Ein paar habe ich noch nicht, weil die noch ein bisschen zu schwierig sind. Aber ja, willst du Geld von mir? あんたの頭の中って一体どうなってるわけ?私はね、一杯の土からを見て、メイフラワー家が成功したノウハウを吸収したいの。あんたも隣で見てるからには、私の商売敵になろうとか考えないでよね。これが条件よ。どうしても私たち敵対する運命なら、お互い公正な競争を心がけましょう。 Du denkst zu viel. Letztes Mal, als ich sie auf die Straße getroffen habe, hat sie mich irgendwie gefragt, so, du hast mit Nicole zusammen den Film die erste Tasse Erde angeschaut. Selbst nachdem der Film seinen verlassen hat, scheint die grandiose Musik am Ende noch in deinen Ohren zu verweilen. Aber Nicole war währenddessen des Films voll still, nehme ich an, stand da. Hat er dir also gefallen? Ja, 隣にあんたがいたからかしらね。なんて。そうそう。また機会があったら私のビジネスに役立つ映画をおすすめしてちょうだい。ね。かんぽれ。もちろん。ぜひ僕に任せて。さすが。あんたみたいにギリがたい人こそこの2個のお友達にふさわしいんだから。それじゃよろしくね。 Keine Ahnung, letztes Mal habe ich sie, als ich sie auf Straße getroffen habe, hat sie irgendwie gefragt, so, ha, wie läuft denn das Geschäft? Und da hatte man irgendwie Auswahl, so, oh, alles läuft gut, oh, nee, alles ist schrecklich oder so. Und als ich gesagt habe, oh, alles ist gut, da habe ich irgendwie Vertrauenspunkte mit ihr verloren. Dann habe ich irgendwann später nochmal exakt gleich Gespräch gehabt und als ich dann gesagt habe, oh, bei mir ist alles schrecklich, da hat sie sich gefreut. Hat sie gesagt, oh, weil, dass es jemand anders auch irgendwie gerade voll schrecklich geht, ne, in Sachen Geschäfte, so. Jetzt mal bei Billy, ne? Bei Billy bin ich schon komplett fertig, so wie es ausschaut, ne?
Sonderedition, genau das. Da haben wir den Film mit denen geguckt, der war irgendwie 10 Sekunden länger, ne? Das haben wir ja gesehen. So. Bei Billy war das so, nachdem ich mit ihm Level, was war, ich glaube 3 oder 4 erreicht habe. Da hat er mich gefragt, ich solle ihn zur Hölle 0 mitbringen. Also diese eine Höhle, die wir mal gemacht haben, dieser Endgame-Modus-Ding, ne? Und da sollte ich ihn dann ins Team mitnehmen und da war da irgendwie so ein Gebiet in diesem Fernseher-Modus, ne? Und als ich dann da reingegangen bin, ist diese Cutscene aufgeploppt, ne? Und da waren irgendwie so Banditen, die man irgendwie suchen musste, die in den Höhlen sich verstecken und ja. Dann ist sozusagen diese Cutscene gekommen. Genau, dann kam es zum Kampf. Und nach dem Kampf kam die nächste Cutscene. Die wir gleich anschauen. Also man muss anscheinend doch mit einigen Charakteren doch was anderes machen. Weißt du, was ich für dich die Hotline des Roboterschutzvereins anrufe? Zu der ersten Antwort. So, angeblich hatte Billy auch mal ein Motorrad, weil da war irgendwie auch so eine Quest irgendwie mit ihm. Gerade als er über das Bangbo aufheben will, tritt Billy plötzlich vor ihm. So, und dann kam es zum Kampf und nachdem man den Kampf gewonnen hat, kam das hier, ne? Kam diese Cutscene direkt, welche ich natürlich übersprungen habe. All die Cutscenes, die ich übersprungen habe, ich natürlich nicht gesehen. Ich sehe die gerade alle auch zum ersten Mal, aber ich glaube, das ist so eine gute Idee, diese alle so anzusammeln, ne? Und dann irgendwann zusammen anzugucken, wenn ich mal aufnehme. Da habe ich eine sehr gute Idee, ne? Der Kampf war übrigens super einfach, weil ich da in eine relativ niedrigere Höhle gegangen bin. So Level 35 und so. Meine Charaktere sind schon Level 40, 45. Der Anführer der Räuber kippt die Thermoskanne, die er in die Hände mit einer einzigen schnellen Bewegung über Billys Kopf. Das heißt, das Wasser durchnässt seine Haare und läuft langsam an seinen Körper hinunter. Billy, geht's dir gut? Nein, das ist nicht. Ich freue mich auf deine neue Frisur. Ja, lass mal die super Son Gohan Beast Form Haare bitte. Es ist Dante von Devil May Cry. Der legendäre Dämonenjäger. Der Sohn von Prada, Spada. Ja, verstehe ich nicht. Er ist ein Sternlichtritter, aber ich dachte, er wäre irgendwie ein Fan von denen. Aber auf einmal ist er der Sternlicht. Angeblich sollte Billy auch, hatte Billy auch mal ein Motorrad oder so, habe ich in irgendeine Quest herausgefunden oder in einer seiner Freundschaftsquests, die noch eben aggressiven Räuber flüchten und plötzlich in Panik wie Mäuse vor einer Katze. Ist etwas Seltsames an den Räubern aufgefallen? Starlight
Vielleicht hast du recht. Keine Sorge, wer am meisten in der Welt bringt einen Föhn mit in einer Höhle. Tun einfach so ein Naruto Run durch die Höhle. Wir sind ein wenig vom Thema abgekommen. Ich gehe. So, nachdem ich das freigeschaltet habe, habe ich glaube ich hier sein Dings hier freigeschaltet sein. Boom. So, Geld endlich. So. Alte Agenten-Hintergrundbild, Billy, kann im Schnellmenü dynamisch Hintergrundbild geändert werden. Mal, will ich mal direkt sehen. So, nice. Jetzt jedes Mal, wenn ich das Menü öffne, ne? Ja, guck mal. Das war wieder eine Abwechslung hier. Und dann ist dann nur für jeden Charakter. Okay, die beiden haben wir noch nicht. Weil da muss ich wahrscheinlich erstmal in der Story. Ich glaube, die Story Koleda war auch noch nicht. Ich glaube, da muss ich für ihr aber irgendwie die Story, die Companion Quest oder so machen oder irgendwie sowas. Ne, müssten wir auch mal weitermachen. Ne? Ich glaube, da machen wir als nächstes. So, und dann habe ich natürlich noch. Oh, sehr cool. Ich wünsche, da könnte man so zufällig machen, so dass jedes Mal, wenn man irgendwie ein Menü öffnet, kommt eine andere Figur. Kommt bestimmt irgendwann mal, ne? So. So, warum ist bei ihr noch locked? Aber ich habe doch schon. Voll. So, keine Ahnung. Ich habe bei mir eine Notiz gemacht, Schuldschein im Müll gesucht. Ja, genau. Irgendwie hat irgendwie Nicole, glaube ich, einen Schuldschein irgendwie weggeworfen und da habe ich den irgendwie in so eine Mülltonne mit ihr gesucht. Und weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, was der Kontext von dieser nochmal war. Genau, sie hat mit jemandem im Laden geredet. Und ich habe mich dann genähert und dann boom kam das. Ich glaube nicht, dass sie dich stalkt. Na, das ist nicht sehr beruhigend. Filmzitate. 私は私じゃなくなるの。人生はあなたが見た映画とは違う。人生はもっと困難なものだ。 Ja, so ein Film. Es kommt mir so vor, als ich diese Zeilen schon mal irgendwo gehört. あなたもこの辺りの映画を見たことがあるの。はいはい。確かに。うちらの好みが似てるのは認めるわ。 Da verstehe ich aber nicht, wie ich die letzte Freundschaftsdinge von ihr bekomme. Kein Wunder, dass sie sich so lange umgesehen hat. Raus aus meinem Laden. 見終わったらちゃんとすぐに返すつもりだったし。何も言わずにカバンに入れること、万引きというのよ。あなたがたくさん見てきた映画の中でもそうだったでしょ。違うの？来月にならないとバイト代が入んないから。つい理由はどうあれ、万引きは万引きよ。ビデオを棚に戻して。
Das Mädchen zögert einen Moment, stellt aber schließlich die Kassette mit einem verzweifelten Blick zurück ins Regal. Da übertreibst du ein wenig. Amy dreht sich zu dir um, als wollte sie dir etwas sagen. Genau, das habe ich auch gedacht. Na klar. Ich habe das Gefühl, dass Ami hier genau das gerade so etwas wie eine Lehrerin, eine Ausbilderin ist. Ich bin umgeben von Dieben. Ah, da kommt sie wahrscheinlich irgendwann in den Laden, um sich noch mal mit ihr sprechen, ne? Das Mädchen verbeugt sich zutiefst, tief vor S langsam die Videothek verlässt, okay. Es ist immer so. そう。私たち映画のセンスだけじゃなく人生観にも通ずるところがあるのね。実は承知したあの子を見て私の過去を少しだけ思い出したの。とても暗い時期だったけど、あの時私はニコとジャトヤと出会った。そして今はあなただっている。 Und das hast du auch. あの子の力になりたかったんだと思う。ありがとう。でもあんな選択ができたのは今この瞬間あなたが隣にいてくれたからよ。あなたがいてくれてよかったわ。 Oh. Nun ja, da scheint noch eine fertig zu sein, weil da ist einmal locked und nicht empty, ne? Bei Billy war schon fertig, ne? Ja, die Steuerung hier, ne? Boah, ich will da oben, Leute. So. War jetzt noch eine, war jetzt fertig. Sie kann ich noch nicht, weil ich sie noch nicht habe. Dann holen wir ihr Dings ab. Boom. Und tun ihr Dingen ja mal anschauen. So. Sitzen die alle auf dem Auto? An verschiedenen Stellen ausgezeichnet. Erstmal ist mal eine Abwechslung als hier. Als mir meine Schwester die ganze Zeit, ne? So, ich wünsche, das könnte irgendwie zufällig sein, jedes Mal, wenn man das Menü öffnet. Das wäre ein bisschen besser, finde ich. So, dann haben wir das erledigt. Und weißt du was, wir haben noch hier... Also, ist so ungewohnt. Hier haben wir noch nicht genug, aber hier haben wir wieder genug. Ne? Gehen wir mal hier kurz rein und holen uns wieder Dinger hier. Ne? Warum nicht? Alter. Warum habe ich hier so viel mehr Glück als mit dem... Leute, schon wieder ein neues Bangbo. Ups, kein, hey, den will ich sogar benutzen. Den habe ich glaube ich schon. Boom. Kann ich mir direkt wieder einen neuen holen?
Mein Gott. Ich habe mehr Glück bei den anderen Dingern. So, jetzt muss ich mir wieder einen anderen aussuchen, ne? Welchen brauche ich denn hier noch? Nein, ich will deine Sachen hier anschauen. So, deine Figur mit dem Attribut physisch befindet. Der Bambu-Kettenangriff. Verwendet eine Kurve führt je nach denen. Ich glaube, das wäre gut. Ich habe zwei physische Charaktere, von daher. Bang-Revolver. Cool. So, was habe ich von meinem Bellabock-Team hier? Endlich mal ein Bambu, ne? So, dann wollen wir hier noch einmal. So, ich habe gerade X gedrückt, vielleicht liegt daran. Ne. Oh, da ist nur einer. Ja, gut, was oder wen kriegen wir? Mir fehlen nur einige von den Dingern, die ich noch gar nicht habe. Na, no. Okay. Dann aber alles. Boom. Okay. So. Wir haben morgen den 1. August. Das heißt, dann wird wieder der Laden hier aktualisiert. Dann kann ich mir wieder so 5 Dinger holen. Ja, so 5 Kassetten. Das heißt, da kann ich dann noch mal 5 Dinger holen. Dann können wir noch mal einmal die Standard-Gacha machen. Aber heute ist noch nicht der erste. Von daher bringt das noch nichts. Lass ich mal kurz zum Gadget-Shop gehen. Ich habe mal einigen. Ich glaube mal hier diesen Amelia Bangbo auf Level Dings gebracht. Auf Level 40. Damit ich mal wenigstens einen auf Level 40 habe. Aber mir fehlen immer diese einen Dinger hier. Um die hoch zu leveln. Um deren Maximum-Level hier zu erhöhen. So, den werde ich definitiv benutzen, weil ich ein Battlebock-Team habe. Ne? Ich habe 3 Charaktere vom Battlebock. Und die sind immer alle ausgerichtet auf bestimmte Arten von Charaktere, die man hat. Ne? Einer irgendwie ist ja. Ich nehme an, irgendwann werden die wichtiger sein. Ne? So, die anderen Modelle doppelt? Nee, ne? So, dich habe ich 1-2 Mal bekommen. So, er ist, glaube ich, hier für Eis-Charaktere. Ich glaube, das hier ist für Elektro-Charaktere, ne? Ja, also es gibt verschiedene Bangus, je nachdem, wie man seine Team zusammenstellt. Macht das Ding kann irgendwie, glaube ich, heilen. Deswegen würde ich den auch noch hier. Den habe ich durch das Event bekommen, weil der ist irgendwie nicht so gut, finde ich. Und ja, den habe ich hier voll hochgelevelt. Der ist von den Cunning Airs. Das von den Mites, das von den Cunning Hairs. Er ist für physische Charaktere, das ist eigentlich genau das gleiche, was ich gerade habe. Ne, Attacke-Figuren, genau. Das ist wieder was anderes. Er ist für Feuercharaktere, ich habe 3 Feuercharaktere, deswegen habe ich den auch ein bisschen gelevelt. Aber ja, ich habe so gefühlt, das muss noch nicht so wichtig sein im Moment, ne? So. So, oh, ist schön. Schön, so ein neues Hintergrundbild zu haben. 2 neue Hintergrundbilder. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch was bringt, jetzt mit denen hier weiter zu leveln, ne? Weil das ja eigentlich nichts mehr bringt jetzt, ne? So, aber wir haben noch 3 Charaktere, die wir hier hochleveln in Sachen Freundschaft. Ich glaube, nächstes Mal machen wir mal hier die Companion Quest von Soldatin Nummer 11 weiter, ne? Damit wir das auch mal hier abgeschlossen haben, ne? Und vielleicht, ich glaube, von einigen anderen Charakteren, von anderen 5-Sterne-Charakteren gibt es auch alles Companion-Quests, die können wir auch noch machen, ne? Und erst dann können wir deren Freundschaft erhöhen, ne? Also für die wir ebenfalls haben, ne? Na, no, dann möchte ich aber sagen, das war es jetzt für diesen Part, ne? War, glaube ich, schon wieder lang genug, aber ist ja auch okay. Vielleicht werde ich morgen weiter ein bisschen aufnehmen. Wenn dann wieder der 1. August ist, dann können wir wieder Gacha spielen, dann können wir wieder neue Sachen und sowas bekommen, ne? Aber fürs Erste sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.